Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bund-Länder-Finanzbeziehungen transparent und fair weiterentwickeln, ein Vorgang, der insbesondere von Herrn Finanzminister und Herrn Staatssekretär Dr. Messerl gerade auch in den letzten Monaten sehr akribisch, fleißig bearbeitet wird. Es mag sein, dass der Solidaritätszuschlag ganz wesentliches Element dieser Debatten, dieser Auseinandersetzungen ist. Insbesondere aber, und da geht es ja dem Antrag von den regierungstragenden Fraktionen drum, das Aufkommen des Solidaritätszuschlags bzw. aus demselben, umgangssprachlich auch Soli genannt, ist eine Ergänzung, er ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer in Deutschland. Das Aufkommen steht nach Artikel 106 des Grundgesetzes allein dem Bund zu. Daher bedarf es des Solidaritätszuschlagsgesetzes auch nicht, bedarf dieses Solidaritätszuschlaggesetz auch der Zustimmung der Länderkammer, des Bundesrats. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach Bedenken in Bezug auf die Fortführung des Solidaritätszuschlags geäußert. Und in den vergangenen Jahren gab es dazu zwei bedeutsame Anlässe. 2011 nahm der Bund erstmals mehr Geld aus dem Soli ein, nämlich 12,8 Milliarden Euro, als er in den Aufbau Ost steckte, 12,7 Milliarden. Und seitdem sind die Ausgaben stetig gesunken, zweckgebundenen Einnahmen stehen nicht mehr im gleichen Umfang zweckgebundene Ausgaben gegenüber. Im vergangenen Jahr brachte der Solidaritätszuschlag der Staatskasse 15 Milliarden Euro ein. Und das war ein Anstieg von 4,6 im Vergleich zu 2013. Und weil es sich beim Soli eben nicht um eine Steuer, sondern um einen thematisch klar zuordnenbaren Zuschlag handelt, wird seine Abschaffung immer wieder gefordert. Mit dem formellen Ende des Aufbaus Ost, Auslaufen des Solidarpakts Ende 2019, wird auch die verfassungsrechtliche Grundlage jenes Steuerzuschlags brüchig. Sie entfällt, der 1991 zur Finanzierung der deutschen Einheit eingeführt worden war. Und das war richtig, wie wir wissen. Ergänzungsabgaben wie den Soli darf der Staat aber nach Ansicht vieler Verfassungsrechtler und auch der Piratenfraktion nicht einfach bis in alle Ewigkeit erheben. Sie müssen vielmehr abgeschafft werden, wenn die Begründung, mit der sie einst eingeführt wurden, weggefallen ist. Und da gilt es auch nicht, dem Kind einen neuen Namen zu geben und zu sagen, das Geld, das wollen wir behalten, das wollen wir weiter einnehmen. Ganz sicherlich auch nicht in Zeiten immer noch steigender Steuereinnahmen. Der Bundesfinanzhof entschied 2011, dass der Soli zwar rechtens sei, aber nicht auf ewig bestehen dürfe. Er darf nicht auf ewig bestehen. Nun versucht die Politik, ihn auf ewig bestehen zu lassen, indem es einfach umbenannt wird, das Ding. Jetzt sitzen hier zwei Fraktionen im Saal, die CDU und die SPD. Beide in dem Bund, im Bund, in der Großen Koalition. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nutzen Sie doch bitte einmal Ihre Möglichkeiten und Ihren Einfluss im Bund und bewegen Sie etwas Visionäres, was ich glaube zuletzt Herr Friedrich Merz gemacht hat, nämlich darüber nachzudenken, wie man wie zwei große Volksparteien es doch vielleicht mal hinbekommen könnten, eine Steuerreform, die den Namen verdient, auf den Weg zu bringen. Das sind die Chancen, die aus einer großen Koalition entstehen. Und das sind die Chancen und auch die Möglichkeiten, die die Menschen in diesem Land erwarten. Alles andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, führt zu einem Glaubwürdigkeitsverlust und zu weiterer Politikverdrossenheit gegenüber der politischen Klasse. Die Bevölkerung hat kein Verständnis dafür. Überhaupt nicht. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. Die Politikverdrossenheit, mit diesem Vorgehen, nämlich hier den Solidaritätszuschlag bzw. das Aufkommen darüber unter anderen Namen aufrechtzuerhalten, ist ein unrühmliches Beispiel für die fehlende Verlässlichkeit von Politik. Und dieses darf einfach nicht passieren. Wenn die regierungstragenden Fraktionen jetzt anführen, im Antrag gehe es nicht um die Fortführung des Solis, das tun Sie ja, sondern nur darum, dass das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag erhalten bleiben muss, da muss man folgende Frage stellen. Auf welche Weise soll das Aufkommen des Soli über 2019 hinaus erhalten bleiben? Damit beschäftigt sich der Antrag. Das soll fair geschehen.
Aber das Ding ist an sich schon eben unfair. Befassen Sie sich doch bitte einmal ganz klar mit Dingen wie Unternehmenssteuer, wie Stopfen von Steuerschlupflöchern. Ja? Das sind doch die Dinge, das sind doch die großen Leistungen, das sind die großen Leistungen, die Sie im Bund anstoßen können. Das sind die Leistungen, die die Menschen wollen, das sind sie, die sie verstehen. Und dann muss es ein Ende sein, einfach hier den Bürgerinnen und Bürgern des Landes, des Staates in die Taschen zu greifen und denen eben nicht klar zu machen, worum es hier im Lande eigentlich geht. Sie von CDU und SPD haben dazu die Möglichkeit, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, Sie und von SPD und CDU haben die Möglichkeiten dazu, packen Sie das mal im Bund an und verlassen wir das Gebiet. Wir werden dem Antrag der SPD leider nicht zustimmen können, dem Antrag der FDP werden wir zustimmen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr